Was Geist für jeden und jede in verschiedensten Kulturen bedeutet, ist zwar individuell, aber eben auch sehr ähnlich. Geist verbindet weit über religiöse und kulturelle Grenzen hinweg. Oft verbindet uns geisterfüllte Musik aus ganz anderen Kulturen, auch wenn wir die Sprache gar nicht verstehen oder auch nichts über die Kultur wissen. Ein Lied kann die Menschen noch mal anders berühren als nur der Text. Darum sind Lieder in jeder Kultur ein ganz wichtiger Bestandteil. Für unsere CD Horizons haben wir Lieder aus aller Welt gesammelt, die uns bei unseren Konzertreisen und bei den Treffen mit Musikern aus anderen Kulturkreisen begegnet sind. Beim Festival Musica Sacra International in Marktoberdorf haben wir den African Youth Choir kennengelernt und waren sofort verliebt in die wunderbaren Menschen und in ihre Musik. Das Vaterunser verbindet über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt miteinander. Wir singen es hier auf Kirchenslawisch in der russisch-orthodoxen Tradition. Eine absolute Rarität ist die Motette Shir Hamalot des jüdisch-italienischen Komponisten Salomone Rossi. In seinen zahlreichen Psalmmotetten vertonte er aber nicht wie damals üblich den lateinischen Text, sondern das hebräische Original. Dieses Stück haben wir von einer Amerika-Tournee mit nach Hause gebracht. Der Amerikaner Mohamed Farouz hat einen sehr alten Text von seinen Vorfahren für einen amerikanischen College Choir vertont. Die chinesische Komponistin Chen Yi hat in diesem Stück einen fast 1200 Jahre alten chinesischen Text vertont. Obwohl der Text auf Chinesisch ist, geht mir diese Liebeslyrik beim Singen jedes Mal ins Herz. Im Hymnus Veni Creator Spiritus, der in der christlichen Tradition seit dem 9. Jahrhundert am Pfingstfest, also dem Fest der Herabkunft des Heiligen Geistes, gesungen wird, heißt es bei Luther: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, erfüll mit deiner Gnadengut deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn.
Musik an sich ist ja auch schon geisterfüllt. Wenn Menschen zusammen singen oder tanzen oder ein Konzert hören, dann weht auch schon Geist. Es hat was Verbindendes. Der Geist weht eben, wo er will. Für mich findet sich in all diesen Liedern und Texten aus verschiedensten Kulturkreisen das Gleiche: die Sehnsucht und Suche des Menschen nach dem Göttlichen.